Schönen guten Morgen, es ist tatsächlich relativ früh. Ich bin früher dran als sonst. Dadurch, dass mein Chef ja gestern schon angekündigt hat, dass heute gut zu tun sein wird, mache ich mich heute mal etwas eher auf den Weg zur Arbeit. Ich hoffe, dass der Plan noch aufgehen wird und ich nicht einfach nur länger im Stau stehe. Ja, ansonsten steht heute nicht viel an außer Arbeit. Deswegen, Leute, ihr kommt einfach gut in den Tag und ich mache mich jetzt zügig auf den Weg zur Arbeit. Bis denne. Wieder zu Hause, es ist schon etwas Zeit vergangen. Ich hatte heute einen super anstrengenden Tag auf der Arbeit. Es gab super viel zu tun und alles hatte so Prio 5000. Ja, deswegen war ich heute auch noch ziemlich lange auf der Arbeit. Ja, ansonsten ist jetzt, seit ich zu Hause bin, wirklich nicht viel passiert. Ich habe festgestellt, dass mein Brot nicht mehr haltbar ist und das hat mich traurig gemacht, weil ich kein richtiges Abendessen habe. Und ich hätte noch mal losgekonnt, aber dafür bin ich definitiv zu K.O. Ich werde mich jetzt hinsetzen und werde erstmal den Daily Vlog von gestern schneiden und habe gerade auch etwas Kommunikation wegen einem anstehenden Projekt gemacht, kommuniziert, erledigt, erledigt. Ja. Und morgen ist ein vollgepackter Tag. Morgen geht es erst mit Steffi zum Friseur. Es ist wieder soweit. Dann fahren wir nochmal in den Ruhrpark, einfach just for fun. Dann gucke ich mir planmäßig ein Auto an. Dann geht es hier zurück. Da muss ich ein bisschen einkaufen und so. Und dann kommt Annika abends vorbei. Die sammle ich dann noch am Hauptbahnhof ein, so vermutlich gegen 9. Wir werden einfach eine Runde chillen, ein bisschen was trinken, ein bisschen was essen und werden einen gemütlichen Abend haben. Ja, das ist jetzt so das, was ansteht. Oder das, was morgen ansteht. Jetzt werde ich mich aber erstmal daran machen, den Daily Vlog zu schneiden. Wir sehen uns gleich. Wir haben mittlerweile 11:45. Ich habe natürlich nichts mehr gemacht. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Morgen wird tatsächlich ein Tag, der ziemlich vollgestopft wird, aber halt auf eine coole Art und Weise, weil viele coole Dinge passieren werden, auf die ich mich jetzt schon freue und wo ich jetzt aber auch mal langsam ins Bett muss, weil wir morgen für den Friseur wieder recht früh raus müssen. Und ja, es ist endlich mal wieder ein Friseurbesuch, den wir vloggen können. Das ein Jahr lang habe ich die Friseurversuche da nicht gevloggt. Endlich geht es weiter. Ja, mehr, ich habe gerade wirklich nichts zu erzählen, Leute. Das tut mir leid. Ja, ich würde einfach sagen, deswegen sehen wir uns einfach morgen früh beim neuen Daily Vlog. Ihr kommt gut ins Bett. Ich komme jetzt auch ins Bett. Bis morgen.